Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute fliege ich beim Christoph 16 in Saarbrücken, meinem Heimatort. Für uns geht es zu einem schweren VU. Wettermäßig ist sehr bedeckt. Und genau an den Einsatzort, wo wir müssen, ist das Wetter natürlich schlechter. Genau dort wollen sie uns wieder haben. Ich wünsche euch trotzdem sehr viel Spaß in der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Ne? Bis dann, macht's gut. Ja, machen wir mal den Batteriemaster an. Instrumentbeleuchtung an. Die Collision Light, Prime Pumps. So, dann starten wir Triebwerk 2. Zwei ist im Idle, haben wir Triebwerk 1. Triebwerk 1 ist auch im Idle, mach schon mal Tür zu. Schalte unten auf die Transferpumpen. Gehen in den Flight-Modus. Okay, Landing Light ist on, Aircheck ist clear, geht's jetzt los. Gebe ich schon mal der Leitstelle Bescheid. Christoph 16 für Rettungsleitstelle, bitte kommen. Wir sind jetzt unterwegs zum VU. Ankunftszeit ca. 12 Minuten Aufwand dauert.
wir erreichen gleich die Einsatzstelle. Wetter ist natürlich hier im Bereich, in der Region, noch schlechter geworden. Ist sehr bedeckt jetzt. Ich hoffe, dass wir nachher noch zurück zur Station fliegen können. Weil momentan sieht es echt schlimm aus. Also wenn es jetzt noch schlimmer wird, müssen wir uns was einfallen lassen. So, dann dürfte jetzt langsam die Landstraße, müssten wir sehen. Ah, da vorne ist es auch schon. Okay, dann mache ich schon mal das Landelicht an. Da können wir prima auf dem Feld gegenüber landen. Okay, Landing Light is on. Runter. Keine Hindernisse, alles frei. 100 feet. Shutdown, ihr könnt aussteigen. So, wir stehen jetzt hier seit einer Stunde ungefähr. Der Patient konnte jetzt aus dem Autowrack befreit werden. Wird jetzt noch versorgt und für den Transport halt fertig gemacht. Wir fliegen den ins Klinikum nach Saarbrücken. Und ich bin jetzt mal wieder im Wetterbericht durchgegangen. Also es sieht nicht gut aus. Das Wetter zieht sich immer mehr zu. Ich hoffe, dass wir noch bis nach Saarbrücken kommen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Okay, dann geht's für uns jetzt zurück zum Klinikum Saarbrücken mit dem Patienten. Ist doch schon sehr nebelig geworden. So, beide im Idle. Okay.
Okay, dann machen wir noch unsere Checks. Landing light is on. Area check. Ist clear. Air check. Ist auch clear. Dann sind wir fertig zum Starten. Also Sichtverhältnisse gleich 0. Aber wir probieren es jetzt trotzdem. Zu tief darf ich auch nicht fliegen, sonst krachen wir noch irgendwo rein. Caution, terrain. Hier geht's momentan in den Sichtverhältnissen. Ich habe doch ganz guter Überblick. Gebe ich schon mal der Rettungsleitstelle Bescheid. Christoph 16 für Rettungsleitstelle, bitte kommen. Wir haben den Patienten jetzt im Hubschrauber und fliegen jetzt zurück zum Klinikum Saarbrücken. Moment, out. Nee, also ich muss mich doch umentscheiden. Also wir werden jetzt irgendwo in Dillingen landen. Ich spreche auch jetzt mal schnell mit der Rettungsleitstelle. Caution, terrain. Also 16 für Rettungsleitstelle, bitte kommen. Sichtverhältnisse sind viel, viel Caution, schlechter jetzt geworden. Terrain. Ich kann kaum mehr was sehen. Wir werden jetzt in Dillingen zwischenlanden. Uns dort mit dem RTW treffen, dass wir den Patienten umlagern, ne? Ja, okay, alles klar. Moment, out. Wir sind jetzt in der Nähe von Dillingen und treffen uns in Piesbach mit dem RTW. Der soll schon vor Ort sein und da werden wir jetzt landen. Da unten müsste es auch schon sein. Wir müssen uns jetzt wirklich sehr, sehr stark konzentrieren, weil Sichtverhältnisse gleich 0. Ich mache schon mal das Landing Light an. Caution, terrain. Caution, terrain. Warning, terrain. Da sehe ich auch schon das Gebäude. Die haben nämlich schon Bescheid gegeben. Da ist ein Gebäude in Flingenheim. Und da wäre eine Wiese, da könnten wir wunderbar landen. Terrain. Warning, terrain. Caution, terrain. 100 feet. Warning, terrain. Ah, da steht er. Der RTW. Wenn wir jetzt direkt hier auf der Straße landen. Der Patient liegt jetzt schon im RTW.
Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass er nach St. Julians Klinikum gebracht wird, weil das näher ist von Kiesbach aus. Christoph 16 wird wohl hier erstmal eine längere Zeit jetzt verbringen. Wir hoffen, dass das Wetter nochmal etwas klarer wird, dann können wir wenigstens zurück zur Station fliegen. Und ich muss ja über Nacht jetzt hier bleiben, wird dann von der Security überwacht und dann würden wir ihn morgen wiederholen.